Und herzlich willkommen an äh, euch, die äh, beste Community der Welt, die mit Abstand beste Community der Welt, die heute hier ist, um mit mir gemeinsam in die Woche zu starten. Es ist Montag. Hattet ihr alle ein äh, fantastisches Wochenende? Ich hoffe, es war so. Ich hoffe, ihr hattet. Moment, ich muss mal kurz das Mikrofon näher ranholen. So. Ich hoffe, ihr hattet alle ein fantastisches Wochenende. Es habt ihr ein schönes angestellt. Ähm, ich hoffe, es war ein äh, rollenspielreiches äh, Wochenende. Ja, ich finde es ein, ein sehr schönes T-Shirt. Ich mag das. Ja, und die Sonnenblume ist traurig. Die ist äh, durch. Die muss ersetzt werden. Die ist, die ist müde. Kommt bald eine neue. Geburtstagsgrillen bei koiki Sehr, sehr cool. Nun ist das Mikro davor. Das ist gut. Dann, dann kann, die, ähm, kann die Blume auch in Ruhe Ach, Warum juckt mir die Nase so? Äh, dann kann die Blume auch ganz in Ruhe schlafen gehen jetzt. Wir haben am äh, Samstag ganz doll Haushalt gemacht. Sehr toll. Und am Sonntag haben äh, die hier und ich mit dem Loch und dem Lurchmann Everdell gespielt. Leider zurzeit out of print, aber ein Spiel, das ich absolut wärmstens empfehlen kann. Everdell ist großartig. Richtig schönes Brettspiel. Ähm, Rollenspiel gemacht haben wir auch nicht, außer am Samstag, aber da habt ihr ja zugeguckt. Ahoy, Sir Francis. Ähm, ja, kommen jetzt doch langsam ein paar Leute. Sehr, sehr schön. Zunächst einmal möchte ich danke sagen. Ich möchte. Äh, Danke sagen dafür, wie mega gut von euch Patreon angenommen wurde. Meine Frau guckt um die Ecke, guckt nach der traurigen Blume. Ja, die muss bald, die, die, ist, die geht bald sehr lange schlafen, glaube ich. Nee, musst du nicht, das Mikrofon ist davor. Meine Frau fragt, die Thor hat dort hier fragt gerade, ob sie die Blume zu Bett bringen soll. Aber, ähm... Es ist okay. Das Mikrofon ist davor. Ich glaube, wir sind alle stark und äh, kriegen das hin. Grüße soll ich dir ausrichten. Danke. Ähm, ein Herz für die Blume. Jo, ein Herz für die Blume. Ähm nicht dass ein Vegetarier jetzt Gelöste verspürt. Man weiß es nicht. Hallo well, hast es gerade noch mal geschafft. Wir sind noch bei der Vorrede. Wir haben extra auf dich gewartet. Mhm. Namen Cookie. So, heute geht es mal wieder um Plots, um äh, Geschichten. Und äh, meine steile These, dass ich ähm, alle, Geschichten dieser Welt in diesen Streams erzählen werde. Beim letzten Mal ja schon erklärt, was eigentlich ein Plot ist, was eigentlich eine Geschichte ist und so weiter. Und die ersten beiden hatten wir uns angeguckt. Und zwar zum einen die Quest bzw. die Suche. Ähm, das hatten wir uns angeguckt. Das war die erste Geschichte, die wir gesehen haben. Und das Abenteuer war die zweite Geschichte, die wir uns angeguckt haben. Ahoychen, Doom-Hippie. Schön, dass du da bist. Ich finde die Kombination aus Doom und Hippie sehr gut. Das ist sowas wie Doom-Jazz. Gibt es übrigens wirklich die Musikrichtung. Doom-Jazz. So, wir kommen zu weiteren möglichen Geschichten. Also, äh, trotzdem noch mal kurz zum letzten Mal. Die Suche war sowas wie die klassische Graalsgeschichte, also die Suche nach dem MacGuffin, also nach dem Gegenstand, um den es wirklich gibt, sei es der Gral, die Freiheit, die ewige Liebe, was auch immer. Ähm, also die, die Suche nach etwas. Das zweite war das eigentliche Abenteuer. Also äh, eigentlich eine Reise, wo man halt. Dass äh, die, die Charaktere ein, eine eigentliche Reise machen und, und gar nicht so sehr die Charaktere im Mittelpunkt stehen, sondern mehr der Weg, den sie gehen und das Abenteuer, das sie erleben, und äh, viel, viel weniger die Charaktere selber. Jetzt kommen wir zu Plot Nummer 3. Plot Nummer 3. Beginne ich mit einem Zitat von Oscar Wilde. Der englische Landedelmann, der im Galopp einen Fuchs verfolgt. Das Unaussprechliche auf der Jagd nach dem Ungenießbaren. Oscar Wilde hat das gesagt. Und der Plot ist die Verfolgung. Also wir hatten die, äh, die Suche, das Abenteuer. Und sind jetzt bei dem nächsten möglichen Plot von allen möglichen Plots, die es auf der Welt gibt. Die Verfolgung. Zwei Spiele gibt es, die alle Kinder auf der ganzen Welt spielen. Spiel Nummer 1, verstecken. Spiel Nummer 2, fangen. Das sind zwei Geschichten, die wirklich... Jedes Kind auf der ganzen Welt, egal wo, spielt. Verstecken und fangen. Basisspiele, die jeder spielt. Und wenn man sich so ein bisschen an seine Räuber- und Gendarmzeit zurückerinnert, Räuber und Gendarm, Cabo-Indianer, alles Mögliche, ähm, dann erinnert man sich, wie aufregend das gewesen ist. Man erinnert sich wie spannend es gewesen ist, den Versteckten aufzuspüren. Man geht durch die Gegend, sucht denjenigen, dann entdeckt man einen und rennt hinterher. Ähm, das ist wirklich ein, ein, ein nervenaufreibendes Spiel für viele Kinder. Und, und Kinder mögen das unglaublich. Das Spiel von Jagen und Gejagt werden. Dem anderen immer einen Schritt voraus sein, immer die nächste Finte schon äh, im Hinterkopf haben, die man machen kann, den Haken, den man schlagen kann. Ähm, auf jeden Fall super aufregend. Und im Prinzip hat dieses Spiel unglaublich einfache Regeln. Der Verfolgungsplot ist die erzählerische. Variante des Versteckspiegels. Also ein ganz, ganz elementares Setup, super einfach. Es gibt zwei Parteien. Es gibt die Partei der Jäger und die Partei der Gejagten. Und that's it. Mehr gibt es eigentlich gar nicht bei der Geschichte. Dennoch, super elementar und eine der Hauptgeschichten, die man immer und immer und immer wieder sieht. Klassische Beispiele. Ich denke da an Burt Reynolds und Jack Leeson in ein ausgekochtes Schlitzohr. Eine ganze Filmreihe, die eigentlich nur das zum Inhalt hat. Ne? Bandit mit seinem Auto. Bert, äh, ähm, dann ähm, das Duell. Mit, äh, wie heißt er? Ich muss nachgucken. Dennis Weaver. Kennt ihr das Duell? Das Duell ist eine Geschichte, wo einer verfolgt wird von einem LKW. Und dieser LKW, also man sieht nie den Fahrer in dem LKW. Man sieht immer nur den LKW selber. Und man weiß eigentlich nie, warum und wer. Es geht einfach bloß um diese Verfolgungsjagd. Dieser LKW verfolgt. Diesen Typen und man hat keine Ahnung, worum es geht. Einfach gesagt, es geht um die Jagd selber. Es geht wirklich um die Jagd selber. Genauso wie in äh, die Elenden. Wir hatten hier noch gute Beispiele. Ähm, ne, Konvoi ist ein anderer Film. Convoy ist äh, ein ganz anderer Film. Ähm, aber Faster ist auch ein, guter Beispiel, ein gutes Beispiel. Catch Me If You Can. 96 Hours. Es gibt so, so viele Beispiele von Geschichten, die einfach nur die Jagd zum Inhalt hat. Oder noch viel einfacher: Wiley Coyote und der Roadrunner. nee. Also ganz, ganz elementare Geschichte, die es sind unendlich vielen Abwandlungen gibt. Tom und Jerry haben ganz, ganz oft genau das. Eine Partei jagt eine andere. Aber ähm, wie baut sich so eine Jagdgeschichte auf? Ähm, Punkt 1, wie man eine Jagdgeschichte baut, ist, man muss beide Personen vorstellen, also sowohl den Jagenden als auch den Gejagten. Nicht immer jagt der Gute den Bösen. Oft ist es auch so, dass der Böse den Guten jagt. Es ist also relativ wurscht, wie rum es ist, aber es gibt immer die beiden Jagenden. Die beiden werden vorgestellt. In Phase 1 der Geschichte stellen wir die beiden vor, um die es hier geht. In Phase 2 des Ganzen kommt es dann zur eigentlichen Jagd. Ja, auf der Flucht mit äh, Kimbel. Großartig. Geht es um nichts anderes, dass einer vor einem anderen wegläuft. Ähm Und Phase 3 ist dann das Gefangenwerden oder das Entkommen. Eigentlich das Gefangenwerden. Ähm Außer es ist so die ewige Jagd. Beim Verfolgungsplot ist... Ähm die Jagd auf jeden Fall wichtiger als die beteiligten Personen selbst. Das heißt, wenn ihr einen Plot schreibt, der die Jagd zum Inhalt hat, dann ähm, macht euch nicht so sehr Gedanken darüber, wer gejagt wird und wer jagt, sondern macht euch Gedanken darum, wie die eigentliche Jagd technisch läuft. Wichtig ist, dass der verfolgte die ganze Zeit unter Strom stehen muss. Also wenn ihr es so macht, dass die Charaktere von jemandem gejagt werden, lasst den Charakteren keine Ruhe. Es muss definitiv immer Druck herrschen, sonst ähm, ist es nicht spannend. Dann muss der Verfolger eine realistische Chance haben, den Verfolgten auch fangen zu können. Das heißt, ähm, es ist nicht gut, wenn der Verfolgte so stark überlegen ist, dass der Verfolger den nicht fangen kann. Den Fehler machen viele oft, wenn die Charaktere jemanden, ähm, jemanden jagen müssen. Dann äh, macht man den Fehler, dass es total schwierig ist, den zu finden. Die Verfolger müssen immer eine sehr, sehr realistische Chance haben. Die beste Jagd ist so. Dass die Verfolger immer so einen halben Schritt hinter dem Verfolgten sind. Also je knapper das ist, desto spannender ist es. Es muss immer super knapp sein, das Ganze. Ähm, der Plot, den ihr dazu schreibt, ist ähm, ein sehr physischer. Also ist nicht so sehr der psychische Plot oder der philosophische Plot, es ist ein sehr, sehr physischer Plot wo es um viele physische Elemente gibt. Ähm, gehört der Film Sakrileg mit Tom Hanks auch dazu? Nee, ich würde es ja, ich würde eher sagen, dass Sakrileg eine Quest ist, weil ja Tom Hanks nicht jemanden jagt, sondern auf der Suche nach etwas ist. Also natürlich spielt Jagd auch rein. Aber in erster Linie ist das eine Suche, würde ich sagen. Ich würde es eher zu einer Quest. Es hat viel mehr ähm, Elemente einer Quest als einer Jagd. Aber ja, alle diese Plots, die ich vorstelle, kann man natürlich auch miteinander kombinieren. Das geht. Das geht. Ähm, wo war ich? Genau, also ein sehr physischer Plot. Die Charaktere, also die, je nachdem, also eure, eure NSCs sollten ähm, irgendwie auch ein bisschen sympathisch sein, das ist ganz wichtig. Ähm, sie sollten nicht einfach bloß die Tumpen Bösen sein. Die Geschichte wird spannender, wenn, wenn man immer hin und her gerissen ist. Man will ihn natürlich fangen, man will ihm auch so ein bisschen die Freiheit gönnen. Ähm, da, da kann man immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen hin und her gerissen sein. Dann ähm, vermeidet dabei bitte Klischees. Also macht nicht alles zu klischeehaft. Ähm, wählt auch mal einen atypischen Charakter für so eine Wahl, äh, für so eine, so eine Jagd. Das, ähm, das ist auch ganz spannend, wenn man nicht den klassischen Bösewicht nimmt, der gejagt wird, sondern irgendjemand, der sich ganz anders ähm, erwehren muss auf der Flucht. Warum, warum nicht der Computer-Nerd, der, der die ganze Zeit irgendwelche technischen Finessen benutzt, um vor den anderen fliehen zu können? Ne? Also versucht da mal so ein bisschen das aufzubrechen. Ähm, das ist auch ganz praktisch. Und ähm, als Vorletztes in der wichtigen Checkliste für, ähm, für die Verfolgung, für die Jagd ist, ähm, nehmt einen beschränkten Raum. Je größer der Platz ist, auf dem sich das abspielt, ähm, desto schwieriger wird es mit der Jagd. Umso mehr wird aus der Jagd eine Suche. Aber ihr wollt ja keine Suche, ihr wollt ja eine Verfolgung. Und je enger der Raum ist, desto besser kann man eine, eine Verfolgungsjagd darstellen. Also ein enges Jagdterrain ist ganz gut. Wenn er plötzlich in die Nachbarstadt abhauen kann, dann zieht sich das Ganze schon wieder unglaublich in die Länge. Also stell euch einfach vor, ihr seid auf der Jagd und plötzlich ist derjenige weg. Ihr müsst noch eine Reisekapitel dazwischen machen. Und, und derjenige ist. Plötzlich über die Grenze abgehauen und man muss den da finden. Das nimmt auf jeden Fall aus eurer Verfolgungstempo raus. Je kleiner aber der Raum ist, desto besser. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel einer Verfolgung auf einem Marktplatz mit, mit ganz, ganz vielen Buden, wo man das dann auch noch so machen kann, dass einer irgendwie auf ein Haus raufklettert, um das Ganze von oben sehen zu können oder ähm, jemand sich eben ein, ein, ein Tuch überwirft, als jemand anders verkleidet und man so die Jagd über diesen Marktplatz macht, ist viel spannender, als wenn der andere einfach die ganze Zeit nicht sichtbar ist. Also auf jeden Fall macht den Raum, auf dem eine Verfolgungsjagd stattfindet, möglichst klein. Nicht zu klein, weil wenn sie zu klein ist, dann hat der Verfolgte keine Chance mehr. Perfektes Beispiel, Well, uh, Die Hard 1, das Hochhaus. Perfekt. Super. Ein Gebäude, Closed Setting, ist super, um eine spannende Jagd zu machen. Und ja, die Verfolgungskarten von Pathfinder sind super. Habe ich ja auch schon benutzt im Ilvandin-Stream. Die sind richtig super. Also. Die, der erste Erzählabschnitt einer Verfolgung besteht aus drei Phasen. Punkt 1, die Grundregeln für die Jagd werden festgelegt. Punkt 2, alle müssen wissen, was auf dem Spiel steht. Das ist ganz wichtig. Man muss definitiv wissen, was passiert, wenn der andere gefangen wird. Also für die Jäger muss feststehen, was ist die Konsequenz, wenn sie ihn nicht erwischen? Und für den Fliehenden, also wenn eure Charaktere die Fliehenden sind an der Stelle, also die Gejagten, dann muss von Anfang an feststehen, was passiert, wenn sie gefangen werden. Ne? Auf beiden Seiten müssen die Konsequenzen bewusst sein. Dem Gejagten muss die Konsequenz bewusst sein, was passiert, wenn er gefangen wird. Dem Jäger muss bewusst sein, was passiert, wenn ähm, man den anderen nicht erwischt, wenn er entkommt. Und ähm, danke fürs Follow, lieber Don Felipe. Ähm, und ihr braucht ein auslösendes Ereignis. Also ihr braucht definitiv ein Ereignis, das sagt, jetzt fängt die Jagd an. Ihr habt also ein Auf die Plätze, Grundregeln für die Jagd, fertig, beide erfahren, was die Konsequenzen sind, los, die Jagd beginnt. Der Rest ist relativ easy. Der Rest ist einfach die Verfolgung. Da ist nicht sehr viel Story, das ist sehr, sehr plain. Aber es gibt unglaublich viele Plots. Und das Ganze kann verschiedene Aspekte einnehmen. Ich meine, Jagd auf Roter Oktober ist auch eine Verfolgungsjagd ähm, und auch wirklich eine sehr, sehr gute. Denn ähm, es ist immer spannend und in Jagd auf Roter Oktober ist es lange Zeit nicht klar. Und da kann man auch mit spielen, wer jetzt genau von beiden der Jäger und wer der Gejagte ist. Sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, stirbt langsam, auch völlig klar. Ähm, Passagier 57 mit Wesley Snipes. Super enges Setting, denn es passiert bloß an, an Bord eines Flugzeugs. Das Ganze. Also ihr seht, enger Raum. In einem Flugzeug, in einem Hochhaus, in einem u boot also was, also die Born-Reihe, ja klar, hat nur was mit, ähm, mit Verfolgen und Fliehen zu tun. Gut, ich denke aber, es ist klar, ich glaube, es ist klar, wie eine ein, äh, Verfolgung passiert. Wir haben also jetzt Plot Nummer 3, die Verfolgung. Kommen wir zu Plot Nummer 4. Mega klassische Geschichte. Die Rettung. Super klassische Geschichte. Gab's schon immer. Und im Gegensatz zu denen, es gibt ja einen großen Unterschied zu den Plots, die wir bisher hatten. Wir hatten die Verfolgung. Wir hatten das Abenteuer und die Suche. Jetzt haben wir die Rettung. Kommt ihr drauf, was die Rettung von den anderen drei Plots elementar unterscheidet? Würde mich mal interessieren. Was unterscheidet die Rettung von Suche, Verfolgung und... Abenteuer. Na, was haben wir hier? Ähm, Rennen gegen die Zeit das ist die Verfolgung auch. Ähm, das ist selbstlos nicht zwangsläufig. Bei der Rettung weiß man, wo es hingehen muss. Der Gerettete kann nicht gerettet werden wollen. Es ist nicht das, worauf ich hinaus will. Es gibt bei der Verfolgung ein unglaublich klares Ziel, es gibt bei der Suche ein unglaublich klares Ziel. Was es hier das erste Mal gibt, sind drei Parteien. Bei der Jagd gibt es zwei, Jäger und Gejagte. Bei der Suche gibt es zwei, das McGuffin und den, der sucht. Beim Abenteuer gibt es eigentlich sogar nur einen. Das ist der Abenteurer, der durchs Land zieht. Hier gibt es das erste Mal drei. Nämlich den Antagonisten, den Protagonisten und das Opfer. Well, sehr gut, Bonuspunkt. Ein Bonuspunkt für den lieben Well. Ähm, der Rettungsplot hat das erste Mal drei Parteien, die da drin beteiligt sind. Ähm, in der Reihenfolge der Wichtigkeit ist auf Platz 1 der Protagonist. Also die Helden sind die wichtigsten in einem Rettungsplot sind immer die ähm, die Protagonisten ähm, die wichtigsten. heißt, die meiste Zeit guckt die Story ähm, auf den, den, ähm, den Retter oder die Retterin. Äh, ich sehe gerade eine Frage, die der Jens mir reingereicht hat. Ähm, muss es einen Antagonisten geben? Komme ich gleich drauf? Ja, im Prinzip schon. Aber der Antagonist muss nicht immer ein lebendiges Wesen sein. Es kann auch was anderes sein. Es kann auch ein... Der, der Antagonist kann auch ein, ein Vulkan sein. Aber kommen wir gleich zu. So, wir haben auf jeden Fall ein Dreieck. Und ähm, der Protagonist ist dabei der wichtigste. Der Antagonist ist auf Platz 2 in eurer Story. Und lustigerweise, das, worum es eigentlich geht, nämlich... Den oder die oder das zu rettende ist relativ unbedeutend für die Story. Wenn ihr also eine Rettungsgeschichte schreibt, macht euch nicht ganz so viel Gedanken um der, die das, was gerettet werden muss. Das ist echt nicht wichtig für eure Story. Das muss irgendwie, ähm, also die, die, das Opfer. Beziehungsweise das zu rettende Objekt, ich nenne es mal extra so, dass ähm, das Objekt muss zumindest ähm, begehrenswert sein. Also man muss, äh, man muss es retten wollen. So, Aber ansonsten ist das eigentliche Objekt ziemlich egal. Die Story ist ur, uralt. Auch hier geht es in erster Linie um einen Action-Plot. Wir haben meistens auch eine sehr sehr klare Botschaft. Wir haben den Guten, das ist der, der rettet. Wir haben den Bösen, das ist der, der die Gefahr verursacht hat. Und wir haben das Unschuldige, was gerettet werden muss. Gut, Böse, Unschuld, Pff, haben wir. Ähm, genau, wir haben Peaches, wir haben Bowser und wir haben Mario. Mario der Held, Bowser das Böse und Peaches ähm, die Unschuld. Das ist es, worum es geht. Ähm, lassen wir uns mal die die Rollen der der jeweiligen ähm, der jeweiligen Teile angucken. Fangen wir vorne an. Die Handlung des Plots, also eure Handlung, konzentriert sich sehr auf die Helden der Geschichte. Also konzentriert sich absolut auf die Charaktergruppe. Wir brauchen eine starke Verbundenheit der Charaktere mit dem Zu-Rettenden. Die stärkstmögliche Bindung, die es hier gibt, ist Liebe. Die stärkste mögliche Bindung, die man aufbauen kann, ist: Die Mutter wills Kind retten. Die Eheleute wollen sich gegenseitig retten. Ähm, das ist so das, das stärkste Motiv, das es gibt: Familie, Liebe, Verbundenheit. Das ist super stark. Wenn ihr also einen Rettungsplot machen wollt in eurer Rollenspielgruppe, dann habt ihr vor dem Eigentlichen Rettungsplot eine super wichtige Aufgabe. Ihr müsst etwas schaffen, was den Charakteren wichtig ist. Also ihr müsst erst aufbauen, ihr müsst erst Verbundenheit schaffen zwischen den Charakteren und dem MacGuffin um dann diese Verbindung zu zerreißen. Ja, das ist ganz wichtig, weil je stärker ihr die Verbindung aufbaut vor dem eigentlichen Abenteuer, desto ähm, intensiver wird das Abenteuer danach. Das ist das Problem, was viele Kaufabenteuer haben. Es gibt Kaufabenteuer, die wollen einen Rettungsplot machen, aber... Die NSCs, die es zu retten gibt, haben keinerlei Verbindung zu den Charakteren. Außer, hier habt ihr 100 Gold, um sie zu retten. Das ist eine relativ schwache Motivation. Also 100, also selbst 1000 oder 5000 Gold ist relativ schwach. Außer, ihr... Schafft eine Situation, in der eure Charaktere, die ihr da drin habt, also die Charaktere eurer Spieler, genau dieses Geld gerade unglaublich dringend brauchen. Das geht. Ne? Also ähm, schafft eine Situation, in der sie ein unglaublichen Need haben also es ist wichtig die charaktere brauchen ein Need, die müssen etwas haben wollen und das haltet ihr äh, müsst ihr ihnen vorenthalten so ähm. natürlich und das schreibt Welt ganz ganz richtig die ähm, es kann verbundenheit kann auch durch eine wesentlich weniger ideelle basis kommen ähm, Im Fall von Söldnern und bei Söldnern sind wir bei Shadowrun ganz einfach. Also Shadowrun ist ein Söldner Rollenspiel. Ähm, klassische Geschichte einer Rettung, die auf Basis von Geld funktioniert, ist die glorreichen Sieben. Klassische Geschichte, da geht es um Kohle. Und die Rettung ähm, eines Dorfs. Also wird nicht eine Person gerettet, sondern die glorreichen Sieben retten vor, für Geld ein Dorf vor den mexikanischen Banditen. Oder wir gehen weiter zurück, nämlich zu dem, was es wirklich ist, den Film von Akira Kurosawa, die Sieben Samurai. ist die Vorlage für äh, die glorreichen Sieben. Beide funktionieren, beides im Prinzip das gleiche. Die Sieben Samurai ist ähm, die, die Vorlage dafür. So. Was wir verstanden haben, um wirklich Spannung zu erzeugen, müssen die, die Helden, oder die Charaktere, oder die Söldner, oder was auch immer, das, was zu beschützen ist, oder das, was zu retten ist, wirklich retten wollen. Und je stärker die Bindung ist, desto stärker das empfundene Risiko und desto intensiver die Story, die ihr spielt. Ne? Nichts so ist schlimmer, als dass dem Protagonisten die Prinzessin einfach mal egal ist. Ja, was ist denn das für eine Story, wo, wo der, der Prinz hinkommt und die Prinzessin retten soll und sagt: Boah, ja, die ist mir aber ganz schön egal. Bei Shrek ist ihm die Prinzessin nicht egal. Shrek ist aber auch ein Held wider Willen. Also, Shrek ist ein klassischer Anti-Held. Was, was Shrek macht, ist, dass er ja den klassischen Rettungsplot nimmt und ihn. Persifliert. Also, Shrek ist ja eine Persiflage dessen. Man kann natürlich auch jeden dieser Plots persiflieren. Am Anfang will er das nicht, ist Held wider Willen, ist eigentlich der Anti-Held. Im Laufe der Geschichte kommt er dann dazu. Die glorreichen Sieben oder die Sieben Samurai handeln auch am Anfang aus rein finanziellen Gründen und werden aber im Laufe der Verteidigung an das Dorf gebunden. Ne, das ist das Wichtige. Also es entwickelt sich ja im Laufe der Geschichte. Helmut, sehr gut. Er will den Sumpf retten, nicht die Prinzessin. Nur das Ziel, was er retten will, ändert sich zwischendurch. Sehr gut. Auch ein Punkt. Schreibt ja auf, gib einen Punkt. Gut, kommen wir zur zweitwichtigsten Gestalt der Rettungsgeschichte, nämlich dem Antagonisten. Also dem der dafür zuständig ist, dass es überhaupt zu der Gefahr kommt. Der böse Zauberer. Ne? Also der der böse Zauberer, der in der modernen Literatur in unendlich vielen Gestalten auftritt. Ähm der Antagonist spielt im Prinzip eine untergeordnete Rolle. Er ist nicht so wichtig wie die Charaktere aber immer noch wichtiger als das Opfer. Ähm, denn der Antagonist taucht ja auch gar nicht so schrecklich oft auf. Also wenn der wirklich die ganze Zeit auftauchen würde, dann wäre die Story schnell vorbei. Ähm, der ist relativ selten da. Wichtig ist, dass euer Antagonist Macht haben muss. Und zwar, wodurch auch immer. Sei es, dass es Geld ist, dass es Magie ist, dass er fliegen kann, dass er besonders stark ist, whatever, euer Bösewicht muss mächtig sein. Und jetzt kommt's: je mächtiger der Bösewicht ist in der Rettung, desto beeindruckender der Sieg am Ende. Also baut euren Antagonisten schön auf, macht ihn richtig gefährlich, lasst ihn zumindest richtig gefährlich wirken, das reicht im Prinzip auch. Gebt ihm Macht, er sollte schlau sein, er sollte verschlagen sein, er sollte ähm, wissen, wie man die anderen ausspielt, er kann die anderen überlisten, an der Nase herumführen, alles Mögliche. Aber je größer und gefährlicher er ist, desto so besser der Sieg am Ende. Kommen wir zum dritten. Ähm, das Opfer. Im äh, Rettungsplot gibt es einen Konflikt. Und wer meine Streams schon öfter verfolgt hat, weiß, das eigentliche, worum sich eine Geschichte dreht, ist Konflikt. Konflikt, 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 Konflikt. Das ist ganz ganz wichtig. Ihr braucht Konflikte. Und zwischen wem spielt sich der Konflikt hier ab? Zwischen dem Entführer und dem Befreier. Das sind die beiden, zwischen denen die Magie passiert. Dazwischen ist dann noch so ein bisschen Opfer. Das Opfer ist mehr Preis als dass es wirklich handelnde Person ist. Gucken wir uns eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten an. Der Lurch kann es nicht verstehen, der Lurch mag die Geschichte nicht. William Goldman, die Brautprinzessin. Wir haben zwei, von denen wir wirklich viel wissen. Wir haben den schrecklichen Pirat Roberts auf der einen Seite. Wir haben. Prinz Humperdink auf der anderen Seite. Ne? Roberts und Humperdink, das sind die beiden, um die es geht. Und dazwischen haben wir eine Prinzessin. Und was wissen wir über die Prinzessin in der Brautprinzessin, die sogar titelgebend ist? Alles, was wir von ihr wissen, ist ein Name und dass sie die schönste Frau der Welt ist. That's it. Mehr wissen wir nicht. Es reicht. Es reicht vollkommen aus. Das sagt euch gar nichts. Ich, die Brautprinzessin, sagt ihr. Eine Princess Bride. Ähm, großartiger Fantasyfilm aus den, ich glaube, 80ern. Und ein wirklich tolles Buch, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe da draußen mal was vorgelesen irgendwann müsste den Vorlesestream auch finden bei mir. Die Braut des Prinzen. Ähm, sehr, sehr schöne klassische Geschichte. Der äh, furchtbare Pirat Roberts will die schönste Frau der Welt haben, die festgehalten wird von einem der schlimmsten Könige aller Zeiten, nämlich, also, beziehungsweise, einem der schlimmsten Prinzen, Prinz Humperdink. Wir haben das Dreieck. Prinz Humperdink, der Pirat Roberts, und die Braut, die tatsächlich, doch sie hat sogar einen Namen, sie heißt Butterblume. Ähm, aber zwischen diesem Dreieck spielt sich diese Geschichte ab. Und für die Prinzessin brauchen wir nicht mehr als, pff, die ist halt hübsch. Und er liebt sie. That's it. Kommen wir jetzt zur Struktur, die das Ganze haben muss. Ähm, auch diese Geschichte besteht aus drei Erzählabschnitten. Ähm, Im ersten Abschnitt kommt es zur Trennung von Opfer und Protagonist. Also von Retter und Opfer. Die werden auseinandergezerrt im ersten Teil. Heißt aber, dass wir vor dem ersten Teil sie zusammenkriegen müssen. Das heißt, ihr bringt sie zusammen. Teil 1 der Geschichte, erster Akt. Die beiden werden auseinandergerissen. Wichtig. In Teil 2 kommt es dann zur Verfolgung. Der beraubte Protagonist verfolgt den Antagonisten. Wichtig, er sucht nicht das Opfer, er verfolgt den Täter. Und der Protagonist rennt hinterher. Don Felipe, ja genau, ähm, ganz, ganz wichtig, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, Opfer und Retter sollten sich kennen außer im Söldnerplot. Aber wie ich es eben gesagt habe, der Söldnerplot ist ja der Schwächere. Ich weiß nicht, ob ihr mein Let's Play damals noch bei Ulysses gesehen habt, ein Goblin mehr oder weniger. DSA Geschichte. Ich habe dort einen Goblin aufgebaut, Groink. Viele mochten Groink. Und Groink ist im Laufe der Geschichte immer und immer enger an die Charaktere gewachsen. Er war am Anfang erst so ein bisschen nervig. Und dann wurde er immer liebevoller. Er wurde immer stärker gebunden. Er wurde den Leuten immer und immer und immer wichtiger. Und wenn das Ziel eurer eigentlichen Geschichte... Irgendwann an dem Punkt ist, dass die Charaktere ihn lieben, dann nehmt ihn den Charakteren weg. Ganz wichtig. Dann wird die Geschichte spannend. Baut euren euer Opfer müsst ihr aufbauen. Richtig lang, baut es immer weiter auf, macht es überlebenswichtig. Und dann nehmt es weg. So, 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 eine gute, so eine gute Rettungsgeschichte braucht Zeit. Die braucht Zeit in der Vorbereitung. Lasst euch die Zeit. Wie Don Felipe sagt, macht euer Opfer zum Teil der Gruppe. Ja, macht euer Opfer zu dem Wichtigsten, um das es geht. In ein Goblin mehr oder weniger war der Rest irgendwann total unwichtig. Es ging nur noch um Greing. Und dann nehmt ihr ihn weg und dann fängt der gute Plot an. Dann habt ihr nämlich die, die emotionale Bindung an die Geschichte und plötzlich ist der ganze Rest völlig egal und die Protagonisten wollen nur noch eins. Den Täter finden. Ganz, ganz wichtig. Den Täter wollen sie dann finden. Das Objekt ihrer Begierde befreien. So. Wie es mit Trinket weitergeht und ob, das äh, müssen wir noch gucken. Gut, ähm, klassisches Beispiel dafür ist übrigens auch das goldene Kind mit ähm, Eddie Murphy. Er findet dieses Kind am Anfang total nervig. Dann wird das Kind ihm wichtig dann wird das Kind entführt. Zack, spannende Geschichte. Der dritte, obwohl noch zum zweiten Teil, ähm, selbst wenn ihr Protagonisten gehabt, die eigentlich eher durchschnittliche Menschen sind, ist das der Zeitpunkt, wo sie über sich hinauswachsen, wo sie echt Dinge leisten. Zu denen nur Helden in der Lage sind. Dafür müsst ihr aber, ne, es muss wichtig sein. Dritter Akt, die Konfrontation. Protagonist und Antagonist treffen aufeinander, es kommt zum Zusammenprall von Gut gegen Böse. Die elementare Schlacht letztendlich... Schlechthin. Luke Skywalker trifft auf Darth Vader. Das ist genau der Punkt. Hier ist übrigens der Zeitpunkt, eine Überraschung zu machen. Indem man an dieser Stelle klar machen kann, dass auch der Antagonist vielleicht einen Grund hat für das, was er tut. Bei... Star Wars ist es, ich bin dein Vater. So, ne? Also, man kann hier an der Stelle auch gerne mal den Protagonisten den äh, Teppich unter den Füßen wegziehen. Ist sehr spannend an der Stelle. Der Rettungsplot ist wohl der schablonenhafteste unter allen Plots, die ich euch vorstellen werde. Es gibt ganz, ganz klare Rollen. Es gibt ganz klare Aufteilung und dieser Plot funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Man kann noch mal am Ende so einen Plottwist reinbringen, aber im Prinzip ist der Reiz einer Rettung das Klischee. Das ist das, worum es geht. Ne? Der Gewinner kriegt die Prinzessin. Also, im Rettungsplot geht es eher um Action als um äh, die psychologische Entwicklung der Figuren. Die Figuren entwickeln sich nicht großartig im Rettungsplot. Es geht um Action, Action, Action. Ähm, das Dreieck der Figuren besteht aus Held, Schurke, Opfer und der Held muss das Opfer vor dem Schurken retten. Die Moral in so einer Geschichte entspricht in den allermeisten Fällen einem klassischen Schwarz-Weiß-Denken. Gut, böse, Feierabend. Ähm, die Verfolgung des Bösewichts durch die Helden zieht sich durch euer komplettes Abenteuer, durch die komplette Story durch. Wichtig, der Held muss aus seiner Komfortzone raus. Also eure Charaktere müssen euer, das, ihr gewohntes Terrain verlassen. Und richtig spannend ist, wenn sie sich auf das Terrain der Schurken begeben müssen. Also Skywalker muss in den Todesstern. Das ist nicht sein Turf, das ist der Turf des Bösen. Der furchtbare Pirat Roberts muss in das Schloss von Prinz Humperdink, um Butterblume zu retten. Die müssen immer am Ende auf dem Turf des Bösen kämpfen. Ganz wichtig. Ähm der Antagonist hat eigentlich nur eine Funktion, dem Helden was wegzunehmen, was er für sein rechtmäßiges Eigentum hält. Der Antagonist muss dann während der Verfolgungsjagd immer und immer wieder Hindernisse werfen. Das ist die Aufgabe des Antagonisten. Hindernisse werfen und als Projektionsfläche für den Helden dienen. Ähm, das Opfer muss nur eins haben, es muss begehrenswert sein. Und ne, dran denken, Trennung, Verfolgung, Kampf, Wiedervereinigung. Tschada! Der nächste Plot ist fertig. Und wir haben schon echt viel damit gemacht, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Der nächste Plot ist relativ. Man, man mag meinen, dass wir ihn schon mal hatten, aber er ist anders. Wir hatten vorhin die Jagd und ich habe gesagt, in der Jagd kann auch ähm, der, der können die Charaktere auch das Gejagte sein, also die Beute. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu Plot Nummer 5. Die Flucht. Die Flucht folgt anderen Regeln als die Jagd, selbst wenn man der Gejagte ist. Denn die Flucht ist immer von etwas weg. Das ist äh, ganz wichtig. Ähm, bei der Jagd kann es so sein, dass die Charaktere zum Beispiel frei sind, wenn sie gejagt werden. Und ähm, dann werden sie gejagt. Und es besteht die Gefahr, dass sie gefangen werden. Bei der Flucht fängt es mit Gefangensein an. Man könnte sozusagen erst den Jagdplot spielen. Und dann den Fluchtplot. Aber Flucht ist etwas anderes. Und es gibt unglaublich viele Fluchtgeschichten. Ein ähm, schönes Beispiel, Flucht in Ketten, der heißt schon so. Ähm, übrigens heißt der nicht gesprengte Ketten. Alcatraz ist so eine Geschichte. Einer meiner Lieblingsfilme über Flucht, aber ist Papillon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und ich meine nicht den Neuverfilm, ich meine das Original. Papillon, sehr sehr guter Film, gefällt mir unglaublich gut. Diese ähm, Welle schon wieder begeistert. Ähm, John Carpenter's die Klapperschlange übrigens auch, eine Fluchtgeschichte. Wir haben ähm, eigentlich einen vielleicht zwei charaktere die handeln beziehungsweise äh, gruppen das eine sind die die fliehen und das andere sind ist eigentlich mehr der ort also der der die die leute die gefangenheiten also die wärter müssen nicht wirklich bekannte charaktere sein das ist relativ unwichtig wo es ähm, wo es also es kann das ganze interessant machen wenn du jemanden hast den die leute wirklich hassen der sie gefangen hält wie zum beispiel bei na wie heißt er? ähm die Verdammten. Die Verdammten. Die Verurteilten. So ist es. Die Verurteilten. Wo ja tatsächlich der Gefängniswärter ähm, eine wirklich hassenswerte Figur ist. Absolut hassenswert. Ähm Aber äh, ich weiß, Midnight Express ist ein Metal Bobby, Ihr Fan-Service und so. Ähm billy hayes wird beim versuch verhaftet, haschisch aus der türkei zu schmuggeln. Ähm, er versucht da zu fliehen direkt am anfang. Ähm, wird dann aber gefangen genommen und kommt in knast. wird ich glaube vier jahre so um die vier jahre verurteilt, sitzt dann im knast. erlebt schlimmste dinge im knast weiß aber er kommt bald raus und Zwei Monate bevor seine Haftzeit zu Ende ist, will die türkische Regierung ein ähm, Exempel an ihm statuieren und verurteilt ihn zu 36 Jahren Kerkerhaft, was eigentlich ähm, einer Todesstrafe gleichkommt. Deswegen ähm, will er eben die Freiheit. Was brauchen wir also für einen guten Fluchtplot? Das Erste, was wir brauchen, sind Protagonisten, die in einer unerträglichen Situation sind. Also die Situation muss so schlimm sein, dass Fliehen die einzige mögliche Aktion ist, die sie haben. Weil alles andere wäre der absolute Untergang. Das ist wichtig. Man braucht also eine feindliche Umgebung, in der die Charaktere gefangen sind. Und Teil 1 eures Plots wird es also sein, den Spielern klarzumachen, wie furchtbar ihre Situation ist. Das ist die erste Aufgabe, ist aufbauen. Der Hoffnungslosigkeit. Ihr braucht ein Gefängnis, eine Burg, irgendwas. Also ein Ort, ein Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit, wo klar ist, wenn ihr da bleibt, ist zu Ende. Dann könnt ihr eure Charaktere wegschmeißen. So, Schritt 1 von dem, was ihr tun müsst. Ähm, macht den Leuten klar, nirgendwo ist schlimmer als hier. Dann kommen wir zum zweiten Teil des Plots. Und der zweite Teil der Geschichte ist, na, was ist immer der Teil 2 in solchen Geschichten? Teil 1, absolute Hoffnungslosigkeit, die Welt ist scheiße. So, in all diesen Sachen. In allen diesen Filmen. Richtig. Der Plan. Nee, Don Philippe, die Flucht ist es noch nicht. Die Flucht ist Teil 3. Teil 2 ist die Planung. Und die kann richtig lange dauern. Und da kann man super schön lange dran spielen. Ähm, der Plan, sich da irgendwie rauszukämpfen aus diesem Knast. Du, du kannst ein ganzes Abenteuer daraus oder einen ganzen Abschnitt daraus machen, einen ganzen Abend, der darauf hinausläuft, dass die Versuchenden Löffel zu klauen, um die Ritzen zwischen den Steinen von ihrer Zelle aufzukratzen, den den Tunnel graben, die die Pistole aus Seife schnitzen, die ganzen Utensilien besorgen die die äh, bei Alcatraz hier das das äh, nee bei die Verurteilten ist es das Poster an der Wand wo er dahinter die ganze Zeit ähm, das aufbuddelt hier kann man unglaublich viel Spannung machen es kann Verrat reinkommen es kann die ganze Zeit immer wieder total knapp sein ob man nicht entdeckt wird ähm, das ist ja eigentlich spannende Teil der Geschichte der erste Teil ist sehr hoffnungslos, sehr düster, sehr fies. Der zweite Abschnitt mit dem Planen und dem Tunnelbuddeln und Kostüme besorgen und was weiß ich, da kann man ja unglaublich viel machen, ist der eigentliche Spannende bei eurem Fluchtplot. Der dritte Abschnitt dann ist relativ kurz. Wir haben einen kurzen ersten Abschnitt, Hoffnungslosigkeit. Der lange zweite Abschnitt mit Planung, Hoffnung haben, Vorbereitungen treffen, das ist der sehr, sehr lange Abschnitt eures Abenteuers. Und dann habt ihr einen sehr kurzen dritten Abschnitt, nämlich die eigentliche Flucht, die sehr viel Gemeinsamkeiten mit der Jagd hat. Also die eigentliche Flucht hat sehr viel Gemeinsamkeiten mit der Jagd, die wir vorhin hatten. Hier haben wir Jäger und Gejagten. Es ist ganz, ganz klar, die Charaktere sind an der Stelle die Gejagten. Und ähm, klar kann man auch viel Zeit mit der eigentlichen Flucht verbringen, aber das ist so die eigentliche Katharsis. Also die Flucht sollte nicht mehr zu lange dauern, weil man dann ganz schnell... Also das ist das Prison Break Phänomen. Alter, wie lange brauchen die denn, um aus dem Knast abzukommen? Echt jetzt mal. Warum dauert das so lange? Das kann dann auch irgendwann sehr nerven und langweilig werden. Genau beim Tales from the Loop, wo wir aus dem Sommercamp abgehauen sind und vorher Brechmittel an äh, die anderen Kinder gegeben haben. Checkliste für die Flucht. Die Flucht wörtlich nehmen. Die Helden werden gegen ihren Willen und meistens ungerechtfertigt festgehalten und wollen weg. Die Helden sind hier das Opfer. Im Gegensatz zum Rettungsplot sind die Helden hier die Opfer. Ähm, ihnen eilt aber niemand zur Hilfe. Das müssen sie selber tun. Ähm, der erste Abschnitt. Handelt von der Gefangenschaft und zeigt, wie schlimm es ist. Hier sind auch Fluchtversuche, die scheitern. Also gescheiterte Fluchtversuche sind immer in Phase 1 eurer Geschichte. Ne? Der zweite Abschnitt hat dann die eigentlichen Fluchtpläne. Und der dritte Abschnitt ist die eigentliche Flucht. in den ersten beiden abschnitten hat der antagonist die kontrolle und die protagonisten also eure charaktere sind unter kontrolle und im letzten abschnitt gewinnen sie die überhand und deswegen ist es so gefährlich wenn man zu oft das scheitern lässt ähm wenn man das zu oft scheitern lässt ist es irgendwann sehr sehr demoralisierend und dann haben die Leute auch schnell keinen, keinen Spaß mehr dran. So, wir haben fünf Plots. Guck mal, Viertel aller Geschichten, die es auf der Welt gibt, haben wir hinter uns gebracht. Angefangen mit der Suche, Gral oder Suche nach der Liebe, Suche nach der Freiheit, Suche nach. Dem Wissen, was auch immer. Nummer zwei, Abenteuer, also Wanderschaft, Gegend erkunden. Das dritte war die Verfolgung, also die Jagd. Das vierte war die Rettung. Das fünfte ist die Flucht. Haben wir schon eine Menge Sachen, aus denen man echt coole Abenteuer machen kann? Aber wir sind noch nicht fertig. Äh, ich bin noch nicht so weit, wie ich heute sein wollte. Deswegen, äh, da müsst er jetzt durch. Da muss er durch, der durch. Jetzt gibt es mehr. Geschichte Nummer 6. Joniots, äh, ist nicht jeder Plot irgendwie eine Suche? Nö. Definitiv nicht. Warum sollte jeder Plot eine Suche sein? Also man kann natürlich sagen, dass auch eine Flucht die, die Suche nach der Freiheit ist, aber ähm, da steht nicht die, die Suche im Mittelpunkt, sondern die Flucht, die Suche folgt anderen Regeln. Gut, Plot Nummer 6. Die Rache. Kommt ultra häufig auch vor, wie all das, ich sage das übrigens bei jedem Plot, kommt ultra häufig vor. Was daran liegt, dass, dass das so schablonenhafte Plots sind, die immer wieder in unterschiedlichsten Formen vorkommen. Die, die Rache ist auch ein Klassiker. Wie alle anderen, kommt schon in der Bibel vor. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand für Hand und Fuß für Fuß. Exodus 21, 24. Die Rache ist meistens eine Tragödie. Ähm, meistens. Aber nicht immer. Die, ähm, was auf jeden Fall. Am Anfang eines jeden Racheplots steht, ist das Verbrechen. Die Untat. Der Erzählabschnitt geht eigentlich nur um ähm, das auslösende Verbrechen. Der Held, die Menschen, die ihm nahestehen, werden eingeführt. Man zeigt, was für ein tolles Verhältnis die haben. Ähm, auch hier wieder, es muss etwas geben, was ähm, den Charakteren wichtig ist. Und dann geschieht ein schreckliches Verbrechen, das die heile Welt zerstört und dem sorglosen Dasein ein Ende nimmt. Indem zum Beispiel der Sohn eines russischen Mafiosi einen Hund erschießt. John Wick, genau, das den schreibt. Ähm, alles, was dann kommt, ist nur noch Rache. Aber es gibt auch andere Rachedramen. Hamlet zum Beispiel. Hamlet ist auch eine ganz, ganz, ganz klassische Rachegeschichte. Ähm. Es passiert ein Unglück. Hamlet kommt nach Hause. Zu Beginn der Geschichte ähm, ist Hamlet übrigens total nett. Verabscheut jede Art von Gewalt. Ist ein typischer Liberaler. Ähm, am Ende ist er nur noch süchtig nach Gewalt. Der Charakter verändert sich also durch das Verbrechen selber. Ähm, er wird. Er erfährt vom Geist seines Vaters, dass dieser keinen natürlichen Todes gestorben ist. Also es fängt damit an, dass Hamlets Vater ermordet worden ist. Hamlet erfährt das vom Geist seines Vaters. Ähm, er sagt ihm sogar, das war dein Onkel. Also Claudius hat mich ermordet, dein Onkel. Und ähm, jetzt geh los und... Übvergeltung. Aber Hamlet ist ein denkender Mensch und ähm, plant deswegen seine Rache. Und damit kommen wir auch zu Abschnitt Nummer zwei. Der erste Abschnitt war, ähm, dass das Verbrechen stattfindet. Was ist bezeichnend am Verbrechen bei Hamlet? Hamlet ist in einer unterlegenden Situation. Er kann nicht einfach hingehen und den Täter so umbringen. Das funktioniert nicht. Also muss er das anders machen. In äh, Racheplots muss es nämlich immer so sein, dass der Held oder die Helden keine Möglichkeit haben, das Gesetz zur Hilfe zu rufen. Das wäre ja einfach. Man geht hin, es geschieht ein Verbrechen. Man geht zur Polizei, die Polizei verhaftet denjenigen. Jen tada, vorbei. Also muss man hingehen und ähm, es muss klar sein, dass das Opfer nur selber für Gerechtigkeit sorgen kann. Der geht zur Polizei. Die Polizei sagt, tut uns leid, wir haben leider keine Beweise, ihre Zeugenaussage ist leider nichts wert. Von mir aus wurden die Sachen, ähm, die Beweise sind verloren gegangen, was auch immer. Tut uns leid, wir müssen den Täter freilassen. Wir wissen, er war es, wir können nichts tun. Ganz wichtig, keine Hilfe in Sicht für die Charaktere. Die müssen es selber tun. Abschnitt 2, ähnlich wie bei der Flucht, das Schmieden der Pläne. Egal ob ein Mann sieht rot, Dirty Harry kommt zurück, der Texaner, alles klassische Rachegeschichten, auf jeden Fall ähm, wird jetzt geplant. Genauso wie bei der Flucht, nur irgendwie anders. Und der dritte Abschnitt ist die Konfrontation. Es gibt manche Literaturwissenschaftler, die sagen, dass die Flucht nichts anderes ist als die Rache. Im Prinzip haben die beiden unglaublich viel gemeinsam. Der Racheplot hat unglaublich viel gemeinsam mit dem Fluchtplot. Unrechtssituation, Planen, Konfrontation, Auflösung. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass beim Racheplot die Helden eigentlich in keiner akuten Gefahr sind. Eigentlich ist die Gefahr vorbei. Die Gefahr war das Verbrechen. Das Verbrechen ist passiert, keine Gefahr mehr. Theoretisch könnten die sich jetzt zurücklehnen und sagen, Pff, ist schon irgendwie doof. Aber ist halt so. Deswegen braucht man so eine starke emotionale Bindung. Genau, weitere Ideen: Mad Max, Django, Kill Bill, 96 Hours, Gladiator, alles Racheplotz vom Feinsten. Definitiv. Aber Planung ist Teil 2. Planung ist Teil 2. Teil 3 ist Konfrontation und die eigentliche Rache. Und ja, es gibt unglaublich viele. Ja, Kriemhild den zweiten Teil des nibelungenplots Plots. Siehst mal, wie alt diese Geschichten sind, ne? Ich sag ja, man kann die Geschichten auf dieser Welt zählen. Es gibt eine endliche Anzahl Geschichten. Also, was haben wir für eine, für eine Checkliste für den, für den Racheplot? Der Held oder die Helden wollen sich für tatsächliches oder vermeintliches Unrecht am Antagonisten rächen. Die meisten Plots konzentrieren sich, die meisten Racheplots konzentrieren sich auf die eigentliche Rache, also weniger auf den Racheakt selbst, als mehr auf die Planung des Ganzen. Die Gerechtigkeit an der Stelle ist eine wilde Gerechtigkeit, also Selbstjustiz außerhalb jedes Gesetzes. Ähm, Rachegeschichten manipulieren die Gefühle des Lesers. Jemand begeht ein Verbrechen, und ich meine in dem Fall den Protagonisten, und ähm, man hat aber Verständnis dafür. Es werden die Institutionen alle übergangen. Es braucht eine moralische Rechtfertigung, um ein guter Racheplot zu sein. Ähm es wird besser, wenn die Helden sich erst bemühen, einen vernünftigen Weg zu gehen und scheitern. Also die Stadtwache rufen und es passiert nichts. Ähm, dementsprechend auf konventionellem Weg gibt es keine Gerechtigkeit und der Protagonist muss selbst dafür sorgen. Das sind so die, die wichtigsten Checkpunkte, die ihr einhalten müsst. So, guck mal. Vier Plots haben wir heute geschafft. Finde ich gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Und zum Abschluss noch ein paar äh, Worte, die mir sehr wichtig sind. Wir möchten uns bei, also wir, Saskia und ich, möchten uns bei unseren Patreons mal bedanken. Das ist wirklich toll. Ähm, wir haben das auf, auf euren Hinweis hin, haben wir. Unseren Patreon ein ganzes Stück geändert. Es hat einige ähm, Erweiterungen im Patreon gegeben. Ich freue mich ganz doll auf all das, was dann noch passieren wird. Ähm, dank eurer Hilfe sind Saskias und meine Krankenhaus äh, Krankenkassenbeiträge jetzt safe. Also äh, ist ja immer so ein Ding ne, bei Selbstständigen, aber unsere Krankenkasse ist bezahlt. Von euch, von euch Patreons. Ich dachte, es ist wichtig, dass wir euch Patreons auch mal erzählen, was wir mit der Kohle machen. Also, ihr gebt uns ja Geld und ähm, wir tun dafür was. Wir unterhalten euch und euer Geld, das bis jetzt reinkommt, geben wir dafür aus, unsere Krankenkassenbeiträge zu bezahlen. Ähm, das ist eine unglaubliche Erleichterung für uns. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, große Erleichterung für alle, die nicht wissen, wovon ich rede. Das ist unsere Patreon-Seite. Ähm, wir bemühen uns, euch da ganz tolle Boni zu geben, dass ihr auch was davon habt und uns nicht einfach bloß Geld gibt und wir sagen, yippie, sondern äh, wir möchten dafür noch auch irgendwas für euch tun. Auf jeden Fall. Ganz, ganz liebes Dankeschön vom Lurch und mir an all unsere fantastischen, grandiosen, super-duper Patreons. Nächste Woche gibt es übrigens den nächsten Teil der Kurzgeschichte. Ich freue mich schon drauf, was ihr dazu sagt. Ähm. Wenn ihr uns unterstützen wollt, es haben ein paar Leute haben schon ein Follow hier gelassen. Das finde ich ganz gut. Und e Elastic Man hat auch ein Prime-Abo da gelassen und Kilgam hat auch ein Abo da gelassen. Das freut uns sehr. Also ihr könnt uns unterstützen bei der Arbeit, die wir machen. Ihr könnt Abos hier lassen. Ihr könnt auch einfach nur ein Follow hier lassen. Eine Sache, wie ihr uns unterstützen könnt, die gar nichts kostet, ist indem ihr anderen Leuten von uns erzählt. Erzählt anderen Leuten von dem, was wir hier tun und von unseren Streams. Damit die Lurch- und Lama-Familie wächst und gedeiht. Das ist etwas, was ihr tun könnt, was nichts kostet. Also bitte, wenn wir ein ähm, Post auf Facebook machen oder so, dann äh, seid doch bitte so lieb und teilt ihn und liked ihn. Und wenn ihr dieses Video hier bei YouTube seht, seid so lieb und lasst uns einen Daumen nach oben. Lasst uns einen Kommentar da. Nehmt vielleicht auch mal einen Link zu einem YouTube-Video und postet den selber nach draußen. Das kostet euch ein Minütchen. Uns hilft das sehr. So, genug gebettelt. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wart. Ich freue mich noch, mal, noch mehr, wenn ihr wiederkommt. Und zwar am Mittwoch. Denn am Mittwoch ist der liebe Naseweiß hier und ich freue mich sehr, dass wir am Mittwoch einen Schätzestream haben. Ähm, am Mittwoch zeigt uns der liebe Naseweiß äh, seine heiligsten Rollenspiel-Schätze und warum sie ihm so wichtig sind. Freue ich mich sehr drauf und am Freitag gibt es ein Let's Play und zwar Warhammer Fantasy Einsteigerbox in einer wirklich coolen Besetzung. Die fantastische, wundervolle, einzigartige ivy Coyote ist wieder dabei und ähm, sie wird die Hexenjägerin Else loben spielen. Außerdem ist dabei der Spielpädagoge, der ähm, den Zwergenslayer Gunnar spielt. Wir haben dabei jemanden vom Explorers-Pack. Andere Streamer. Und ähm, der wird Amris, den hochelfischen Kaufmann, spielen. Und last but not least, und jetzt überlege ich schon wieder. Kiyoshi von Spielleiter Willkür. Das hatte ich schon gesagt, ne? Kiyoshi ist da. Nee, kiyoshi spielt kiyoshi spielt Amris, den hochelfen der ähm, justus von ähm, explorers pack der justus vom explorers pack spielt äh, den gruber den ähm, ferdinand gruber den zauberer so genug der werbung das ist der rest der woche Ferdinand gruber spielt wird gespielt von justus ich verabscheue mich von euch mit den guten alten worten die ich immer sage zum ende des streams möge der wind in eurem rücken niemals euer eigener sein gehabt euch wohl inshallah macht es gut habt noch eine schöne woche den Montag haben wir hinter uns. Es geht bergauf. Macht's gut. Hab euch lieb. Bis dann. Tschüss.